noch mehr Treibgut. Noch mehr. Eine Muschel. So, Treibgut. Tote. Jede Menge Tote. Tote Sandteufel. Nehmen wir mit. Noch mehr Treibgut. Oh, liegt eine Kanone rum. So, die Muschel können wir nicht mitnehmen. Aber das Treibgut nehmen wir. So, wir haben erfolgreich alles Treibgut. Sandteufel! Aua! Oh. Aufs Maul! Warte, bis du dran bist! Verdammte kleine Mistviecher. So, fressen wir erstmal was. Mehr können wir uns erstmal nicht leisten, Nahrung zu verschwenden. Okay, hier gibt's nichts weiter. Pilze kann ich nicht mitnehmen. Aber ich glaube, diese Pilze kann man mitnehmen. Pokupilz. Proviant. Hallo Höhle. Heldenkraut. Heldenkraut, permanente Wirkung, plus ein Klingenfest, plus ein Kugelsicher, plus ein Einschüchtern. Nehmen wir doch mit. Beziehungsweise das fressen wir doch einfach mal. Du. Du stirbst jetzt. Oh, oh. Fingernägel! Verschwinde! Spür meine Klinge, ey. So, wir haben eine schicke Kristallhöhle. Was ist das denn? Wie springt denn der? Das ist ja mal lächerlich. Hier ist nichts weiter, das hat nichts zu sagen, die Kristallhöhle. Wir haben jetzt nur das Heldenkraut hier drin gefunden. Huch. Ausweichen funktioniert schon mal. Hier ist noch eine schicke Muschel. Oh, Kiste. So. 10 Kugeln, ein Proviant und eine Fackel. So, mal gucken, ob wir. Warte mal, ich speichere jetzt zur Sicherheit mal. So. Mal gucken, ob wir unbemerkt ins Lager auskommen. Jalala. Oh, eine Kiste. Ich sehe eine Kiste. Brüms. Einmal mit Ach und Krach hier. So. Verschleichung. Eine Markibeere. Nehmen wir mit. Ach, Tür verschlossen. Na super. So, Pokal. Noch ein Pokal. Patronenbeutel, selbstverständlich gerne mit. Noch ein Pokal. Und mehr gibt es hier im Moment nicht. Die Tür kriegen wir noch nicht auf. Weiß ich nicht, ob wir dafür einen speziellen Schlüssel brauchen oder ob wir Schlösserknacken dafür brauchen.
Na, zur Not können wir dann später irgendwann mal Taschendiebstahl anwenden bei Miguel. Oder nee, wie hieß der hier? Der Lagerverwalter. Egal. Ui. Naja, ich geh schon. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Warum nicht? Ich bin doch ein netter Kunde. Ach so, wir haben ja noch das Treibgut für ihn. Und? Hast du was gefunden? Natürlich, bei dir, im Lager habe ich was gefunden. Ein paar Fässer und Kisten. Mehr gibt es nicht zu holen. Das sieht gut aus. Gut gemacht. Gibt es auch ein bisschen Gold? Hol dir gefälligst deinen Sold bei Angus ab. Ich bin gar kein Mitglied der Inquisition mehr. Aber du hast doch deine Uniform an. Bald nicht mehr. Du gehst wirklich weg von hier? Ja, mit dem nächsten Schiff. Tja, in dem Fall alles Gute. Ja, 200 Gold. Für ein bisschen Schrott aufsammeln. Das lohnt sich doch. So, haben wir hier hinten irgendwas? Hier ist eine Ratte. Hier ist nur eine Nische. So, Ruhm plus 20. Yeah. So, was haben wir eigentlich schon an Ruhm? 600. 670, na gut. Wir sind ja mal nicht so. Rührt euch! So, quatschen wir nochmal mit Carlos. Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegor und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Ich bin halt der Beste. Ich bin der Beste. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff. Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Wenn ich bei den Piraten bin, was dann? Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Was? Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt deinen Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Alles klar. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Aha. Die Titanwaffe für den Stahlbart. Aha, Kameradistanz. Ja. Sehr schön. So, kehren wir erstmal zu Patty zurück und bringen ihr die frohe Botschaft, dass wir endlich weg können. Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Meine Herren, ey. Dass die hier mit ihren Hüften rumwackelt, das geht ja mal gar nicht, ey. Die muss ja schon Hüftleiden haben. So, erzähl mir was über deinen Vater. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen.
Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Okay, machen wir das so. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Dann tu das. So schlafen? Nee, wollen wir nicht. Ich dachte, du willst runter zum Schiff gehen. Wir reden später. Na, dann halt nicht. Soll mir auch recht sein. So, gibt's hier oben eigentlich noch irgendwas Interessantes? Jetzt, wo Tag ist. Nicht, dass ein Künstler jener noch eine Kiste plötzlich hingeschmissen hat. Stillgestanden! So, Largo ist immer noch in seiner Zelle. Ausgeräumt haben wir alles, so. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Aha. So, ich muss sagen, mehr gibt's hier erstmal im Moment nicht zu holen. Und damit machen wir uns auf nach Takarigua. Beziehungsweise erstmal mit Sebastian reden. Oder Sebastian oder wie auch immer. Apropos, gibt's hier hinten noch was? Umgucken. Ja, ein Trank. Fast ins Wasser reingejumpt, ey. Das passiert mir permanent hier mit der Abrolle. So, Sebastian. Wird Zeit, dass wir wegkommen! Das Schiff ist bereit. Wie sieht's mit dir aus? Auf geht's. Auf geht's. Anker lichten! Segel setzen! Steuermann! Kurs auf Takarigua! Und da segelt's hin. Ein Wunder, dass wir heil bis nach Takarigua kommen. Dass uns nicht der Kraken auflauert. So, du verlässt die Kristallfestung. Das sieht doch schon viel besser aus. So wird niemand auf die Idee kommen, dass du zur Inquisition gehörst. Wir sollten von Bord gehen. Die Crew ist schon an Land. Die Besatzung von Puerto Sacarico weiß bestimmt nur wenig über die Piraten. Aber vielleicht können wir Hinweise auf die Lage des Piratennestes bekommen. Außerdem sollten wir uns für unsere Expedition ausrüsten. Was hast du mit meinen alten Sachen gemacht? Was hast du mit meiner alten Rüstung gemacht? Deine alten Klamotten? Die habe ich über Bord geworfen. Du hast was? Du hast selbst gesagt, keiner soll dich mit der Inquisition in Verbindung bringen. Na, das fängt ja gut an. Aber die Pistole haben wir im Gottsein behalten. So, Moment, gibt's eigentlich noch irgendwas, was wir noch mitnehmen können? Liegen hier irgendwelche Kisten rum? Bänke. Eine Lampe. Wie praktisch, dass wir jedes Mal Sklaven geladen haben, wenn wir hier landen. Jo, danke. Du hast dich deiner Uniform entledigt. Das ist gut. Ich habe den Männern erzählt, dass ich dich unehrenhaft aus dem Dienst entlassen musste. Wegen flegelhaften Benehmens. Ich dachte, bei deiner Visage ist das von allen möglichen Gründen der plausibelste. So wird dich bestimmt niemand mehr mit der Inquisition in Verbindung bringen. Was für ein wunderschöner Tag. Na super. Ausrüstung weg. Rang weg. Sicheres Einkommen weg. Oh, schöne Gegend. Malerisch. Sieht nicht schlecht aus. Würde ich auch gerne Urlaub machen.
Oh, da liegt was.